Hallo und herzlich willkommen. wir sind zurück bei Book of Unwritten Tales Teil 2 und wir kommen in den düsteren Tempel. Es wird jetzt schon ein bisschen gruselig und ich mache mich auf den Weg über das Eis. Es sieht aus wie Wasser, aber es ist tatsächlich Eis. Kinderspiel. Ja. Alles kein Problem. Wahrscheinlich müssen wir jetzt noch Skier besorgen, oder? Nein, wir kommen in die dunkle Höhle. Remy! Nicht, Wilbur! Das ist eine Falle! Du wirst mir den Zauberstab bringen, den dieser Dieb vor Jahren stahl! Wer bist du? Oder was bist du? Ich bin der Torwächter. Du bist der Geist von einem dieser Zauberer, die den Namenlosen befreien wollten, oder? Der Namenlose darf diese Welt niemals betreten. Nicht? Ich meine, ganz meine Meinung. Weder ich noch Remy wollen das. Warum kämpfst du gegen uns? Er hat den Zauberstab gestohlen. Der Zauberstab ist der Schlüssel. Bring mir den Schlüssel. Okay. Oh, Scheiße, der arme Remy ist in der Mausefalle. Lass Remy frei. Er ist schwer verletzt. Er wird sterben, wenn du mir nicht den Zauberstab bringst. Ich habe den Zauberstab nicht mehr. Besorge ihn! Dein Freund hat nicht mehr viel Zeit! Oh nein. So viel Zeit haben wir nicht. Wir müssen... Dein Freund wird immer schwächer! Besorge den Stab! Oder er wird sterben! Aber wir können... No! In Ordnung. Ich werde mir etwas einfallen lassen, Remy. Das weiß ich. Oh, Scheiße. Der arme Remy steht... Ich muss Remy so schnell wie möglich da rausholen. Er schien sehr schwach. Vielleicht kann ich mich irgendwie am Geist vorbeischleichen oder... Wir müssen ihn irgendwie bannen oder... Ja, wir brauchen irgendeine Bannmöglichkeit. Können uns die Statuen vielleicht... Ich war in dem Tempel und da ist ein fürchterlicher Geist. Ich weiß. Das sorgt für ein wenig Pep. Ein wenig Pep? Mein Freund liegt im Sterben. Und du hast nur wenig Zeit, um ihn zu retten. Ist das nicht spannend? Für dich ist das hier alles nur ein Spiel. Oder? Ja, ihm geht's nur um die Geschichte. Aber hier sterben Ratten. Wenn Remy etwas passiert, weil ihr mir nicht helfen wolltet, dann... Ach, zum Teufel. Ich habe keine Zeit, mich mit Göttern zu beschäftigen. Probleme müssen gelöst werden. Was hat er denn? Vielleicht kann uns der Gott der Rätsel helfen. Ich habe genug von Göttern. Okay. Ich habe genug... Ja... Ich habe genug... Okay, die helfen uns gar nicht mehr. Aber Moment, hier war doch noch irgendwas. Moment, da gehe ich nochmal runter. Diese eine Nische da, die ist gerade eben erst aufgetaucht. Muss da die Wächterin drin stehen, oder? Was hat es mit dieser gruselig verzierten Nische auf sich? Fehlt da eine Statue? Fehlen würde ich das nicht nennen. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Wo es das Gute gibt, muss es auch das Böse geben. Der Namenlose war vielleicht der mächtigste von uns. Wann immer jemand etwas Böses tat, glaubten die Leute, er stecke dahinter. Oh, und weil jeder an ihn glaubte? Wurde er mächtiger und mächtiger. Es war bequem für die Leute. Sie konnten all ihre schlechten Taten auf ihn abwälzen. Oh, okay. Wo da steckt der ist Teufel. Er heute?
Man hat ihn in eine Kerkerdimension verbannt. Es ist die vielleicht größte Geschichte aller Zeiten. Die ein anderes Mal erzählt werden soll. Man hat ihn verbannt und an seine Stelle viele kleine Götter gesetzt. Murphy, der Gott des blöden Zufalls, Montag, der Gott der schlechten Laune, Alk, der Gott der Trunkenheit. Hunderte, tausende kleine Götter, denen die Leute die Schuld geben können, wenn sie etwas Böses oder Dummes tun. Können wir da... Ich habe... Okay. Montag. So. Timmy. Hör zu, Timmy. Ja? Ich habe... Also ich... Ich bin immer noch auf der Suche nach deinem Onkel. Ist gut. Du wirst ihn bestimmt bald finden. Ja. Ja, sicherlich. Mist, wir müssen... Würde er erfahren, dass sein Onkel dort unten verletzt in der Falle hockt, würde er sich nur größte Sorgen machen. Genau. Oder noch schlimmer, er könnte schnurstracks selber zum Tempel marschieren. Ich mach mich wieder ans Werk. Du schaffst das! Okay, wir müssen ins leere Zimmer schnell den Tabak holen. Nicht Tabak. Das Reisepulver. Hier kann ich den Müll noch durchsuchen. Ein Handspiegel. Den nehme ich mit. Könnte sich als nützlich erweisen. Okay, hier haben wir was. Ein Handspiegel. Dann schauen wir mal hoch ins leere Zimmer. Vielleicht haben wir ja da irgendwie die Möglichkeit. Huch! Hi, Ethel! Huch! Er schleicht sich noch immer so an! Ich habe Remy gefunden. Er ist verletzt. Hast du vielleicht so etwas wie einen Heiltrank? Werde sofort einen anrühren. Dauert etwas, wenn er stark sein soll. In Ordnung. Tu dein Bestes. Und kennst du dich zufällig mit Geistern aus? Abergläubisches Geschwätz. Kann man so nicht sagen. Da unten ist einer. Temperaturänderungen, Nebel, Luftzug, keine Geister. Da unten ist ein Geist und er hält Remy gefangen. Halluzination, Suggestion, nicht real. Bring Remy schnell her. In Ordnung. Kümmere du dich um den Heiltrank. Ich kümmere mich um die Halluzination. Ich schaue, was ich für Remy tun kann. Ja, schnell, schnell. Okay, dann gehen wir ganz schnell ins leere Zimmer. Mit dem Verkleinerungs... Ja, wissen wir ja. So, können wir den Handspiegel, betrachte die Puppe. Ich benutze mal den Handspiegel. Dum, 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 dum. Okay, hier haben wir keine Möglichkeit. Es ist alles anders. Ich sollte den... Muss ich den Handspiegel vielleicht guten Ivo geben? Direktor Bloch scheint in seiner Art, solange ich hier unten bleibe. Ja, aber ich möchte mich ja hier bewegen. Ich möchte das Reisepulver von ihm haben. Und hier werden mir zwei... Die Puppe hat einen Ring am Rücken. Hat mich lieb! Nicht schon wieder! Ich hab Kacke gemacht! Wollen wir ein Lied singen? Ich hab Kaka gemacht. Professor Wetterquarz? Oh, es ist nicht, wonach es aussieht. Dann versuchen Sie also nicht, den Frosch zu befreien. Also, naja, vielleicht ist da doch etwas dran. Sie rufen gar nicht um Hilfe? Es wäre meine Pflicht. Wie können Sie nur für Van Buren arbeiten? Wissen Sie denn nicht, was Sie dieser Stadt und den Leuten antut? Es ist nicht an mir, über Ihre Politik zu urteilen.
Ich bin nur ein einfacher Beamter, der seiner Vorgesetzten gehorchen muss. Egal, was sie tut. Auch wenn sie völlig übergeschnappt ist? Nach dem Tod des Erzmagiers ist Sybil van Buren meine neue Dienstherrin. Und es ist meine Pflicht, ihr treu zu dienen. Er hat doch einen Gewissen, der gute Bloch. Hier. Ach, er ist halt ein alter Bürokrat. Also, ja, er macht halt das, was er tun soll. Ich habe den Erzmagier nicht verwandelt. Ich hoffe, das wissen Sie. Natürlich weiß ich das. Allein die Idee ist... Erzmagier Alistair war Professor Doktor der Magie. Sie sind nur Diplom-Magier. Und noch nicht mal ein echter Lehrer. Es ist völlig unglaubwürdig, dass jemand wie Sie jemanden wie den Erzmagier in einem Duell besiegen könnte. Danke. Es war Chantal van Buren. Sie hat ihn mit diesem verfluchten Zauberstab verzaubert, so wie alles andere auch, oder? So ist es. Wie macht sie das bloß? Ein kleines Mädchen kann doch unmöglich diese Macht besitzen. Wir glauben, dass... Halt, ich will es gar nicht wissen. Ich bin ein loyaler Beamter. Ich arbeite für die Ratsvorsitzende. Je weniger Wissen ich vor ihr verbergen muss, desto besser. Okay, Bitte, Herr Direktor, Sie könnten viel Gutes tun. Sie könnten zum Beispiel damit anfangen, dass Sie die Ketten vom Einmachglas lösen. Meine Herrin hintergehen? Niemals. Allerdings... Nun, es wäre Zeit, Feierabend zu machen. Ich werde die Tür verriegeln und den Wachtroll zur Wachsamkeit ermahnen. Nur, dass ich einen Gnom hier gesehen habe, das vergesse ich vielleicht zu erwähnen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ach, danke vielmals, Bloch. Ich werde mir dafür morgen eine negative Bewertung in meine Akte schreiben. Guten Abend, Professor, und viel Glück. Ach, Bloch, du hast doch ein Herz. Ich hätte es ja nicht Verriegele gedacht. Dich. Es darf niemand ins Büro kommen. Hörst du? Puh, das hätte ins Auge gehen können. Es ist eben doch nicht immer von Vorteil, Rattengröße zu haben. So, wir sind hier. Das heißt, wir können schnell das Kaminreisepulver hier nehmen. Dieses Mal nehme ich gleich die ganze Dose. Es ist für einen guten Zweck. So, können wir noch was machen? Wir haben das Froschglas. Wir schauen noch... Jede Menge Papiere, Federkiele, Tintenflecken und dergleichen. Nichts davon ist von Interesse für mich. Okay, Ziemlich dicke Ketten. Und ich vermute, dass Van Buren sie obendrein verzaubert hat, um sie gegen einen öffnen Zauber zu schützen. Wir holen sie da raus, Meister Alistair. Wir müssen nur noch einen Weg finden, die Ketten zu lösen. Wir holen sie da raus. Wir müssen... Okay, hier können wir nichts machen. Die Puppe. Ich hab Kacke gemacht. Wenn es sein muss. Ja, kann ich sie benutzen? Komm. Das ist die zweitschrecklichste Puppe, die ich jemals gesehen habe. Was ist die schrecklichste? Die schrecklichste wollte mich mit einem Fleischermesser umbringen. Ist eine lange Geschichte. Das ist die schrecklichste. Ja, okay. Besser, ich komme dem Monster nicht zu nahe. Es könnte Appetit auf Gnome haben. Ach Quatsch, das ist nicht. Guck mal, es hat hier Bändchen sogar dran. Was haben wir noch? Die böse Schierertafel. Es ist ein altes Modell. Ich frage mich, ob... Willkommen zurück, Professor Wetterquarz. Tatsächlich. Es ist meine alte Tafel. Das verräterische Stück. Ich tue nur, was mir einprogrammiert wurde. Das Böse sitzt immer vor der Tafel. Wer hat dir befohlen, mich zu hintergehen? Benutzername Munkus Rules 1337. Verstehe. Ich nehme dich mit. Aber glaub ja nicht, dass ich dir nochmal vertraue. Munkus Rules 1337. Bis sie mich hintergangen hat, war sie recht nützlich. Aber vertrauen tue ich ihr nie mehr. Okay. Munkus Rules 1337.
Verlasse das Lehrzimmer lieber nicht. Was ist hier noch? Hier müsste es eigentlich doch auch noch. Kann ich die Schiefertafel hier irgendwo benutzen? Nein. Kaminreisepulver. Der Kamin ist hier verzaubert. Das heißt, sie kommt auch nicht rein. Mit dem Spiegel kann ich nichts machen. Den hier auch nicht. Ich probiere noch. Na, das wird nicht. Besser, ich verlasse das Zimmer, wie ich reingekommen bin. Und ich werde erst zurück in die Stadt gehen, wenn ich Remy gerettet habe. Genau. Okay, dann übergeben wir mal die guten Sachen an die gute Ivo. Und sie darf oben ein bisschen damit arbeiten. So, wir steigen auf den Müllberg. Und reden mit Ivo. Ivo! Was gibt's? Ich habe Remy gefunden. Im Tempel. In einer Falle. Ist er in Ordnung? Ich bin nicht rangekommen. Ein ziemlich unheimlicher Geist bewacht ihn. Aber er sieht nicht gut aus, Ivo. Wir müssen ihn hier hochschaffen, dann kann ich mir seine Wunden ansehen. Dafür müssen wir an dem Geist vorbei. Okay, Ich habe die magische Schiefertafel, Ivo. Damit kommst du ins Lehrerzimmer. Sehr gut. Leg sie bitte in den Korb. Munkus Rules 1337. Dankeschön. Vertrau dem Ding nur nicht. Es soll einfach nur den Code sagen und das war's. Verstanden. So, nächstes. Ich habe hier eine Puppe für dich. Können wir die dem Troll geben? Ich hab Kaka gemacht. Ach, du hättest auch alles auf einmal hochschicken können. Was soll ich mit der Puppe? Was soll ich mit ihr? Warum hast du sie mitgenommen, wenn du sie nicht brauchst? Sie ist ganz schrecklich. Und ich dachte mir, die nimmst du mal besser mit. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Willst du sie nun haben oder nicht? Jetzt fliegt also sie schön. Wieder runter. Nein. Wäre witzig geworden, wenn sie jetzt ihm an den Kopf gefallen wäre. Ich habe ein Döschen Kaminreisepulver vom Schreibtisch des Direktors ausgeliehen. Okay, aber wo hat es einen zweiten Kamin in der Stadt? Ich meine, wunderbar, das kann ich gut gebrauchen. Die Gaststätte gibt's ja nicht mehr. Ich muss weiter. Lass dich nicht erwischen. Okay. Mach's gut, halt die Ohren steif. Also, wir haben die Sachen übergeben und ja, morgen probieren wir dann aus mit Ivo jetzt ins Lehrerzimmer zu kommen. Und denkt bitte immer daran, Munkus Rules 133. Ach, ja, diese Iris, ja, diese Siri, wo wir da haben, schon witzig. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen dann zu einer neuen Runde und ja, ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Bis dann!